Hallo und herzlich willkommen zurück zu HTML. Jetzt geht's mal weiter mit was Erbaulichem und zwar endlich mal ein bisschen Farbe. Ja, wir machen diesmal mit Bildern rum. Und ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Es ist ähnlich wie der Link-Tag hier. Also man schreibt einfach img für Bild, Image und Backslash img. Da kommt dann rein zum Beispiel ein Bild. Und hier rein kommt src, das ist praktisch das Pendant zu href. src wieder dieses gleich und die Anführungsstriche, wie es bei den Attributen üblich ist. Und ich meinte, ich habe meins unbenannt.png genannt. Ich habe das Bild selber generiert, das heißt, ich habe es nicht geklaut. Ja, das ist doch ganz nett. Ja, und da ist es schon. War ja jetzt nicht so schwer. Und da unten ist übrigens noch unser Link, der auf Google verweist, der steht da. Und das ist unser Bild. Ihr könnt es aber gar nicht ganz sehen. Das finde ich nicht so toll. Deswegen will ich da jetzt noch ein paar andere Attribute reinhängen. Ich will es kleiner machen, zum Beispiel. Also sagen wir, Width, wer hätte es gedacht, ist die Breite. Also wer Englisch kann, ist klar im Vorteil. Was könnte ich da jetzt nehmen? 480 ist, meinte ich, irgendwie. Und Höhe gleich. So. Und jetzt ist es da. So, ihr seht, es macht wenig Sinn, in ein Image-Tag was reinzuschreiben. Deswegen, normalerweise nimmt man den nicht so, wie ich ihn genommen habe, weil da will keiner Text haben. Deswegen kann man einfach den ganzen Kram hier wegmachen. Und das war es auch schon. Das müsste eigentlich immer noch funktionieren. Und ja, halt dieses ein Bild ist weg. Und der Ich bin ein Link, der Herr Link da oben, der steht natürlich in derselben Zeile, aber das Bild ist höher als eine Zeile. Aber es wird trotzdem als eine einzige Zeile gehandhabt. Deswegen packen wir hier einen Break rein, dass unser Dokument weiß, dass der Link oben drüber gehört und nicht dahin. So, und jetzt haben wir hier einen Link. Und immer noch sieht unsere Seite ziemlich useless aus. Ist sie auch. Aber wir haben ein Bild eingebaut. Yay! Ein Bild, das nicht mal geklaut ist. Muhaha. Ja, so viel zu Bildern. Achtet immer drauf, dass die im selben Verzeichnis sind, wenn ihr das macht. Also, wenn ihr nur den Namen angibt, dann müssen die wirklich im selben Verzeichnis sein wie eure HTML-Seite. Sagen wir, ich packe das Ding jetzt in Bilder, also in den Unterordner Bilder. Dann schreibe ich das so. Dann habe ich meine Datei und in dem Ordner, wo die Datei drin ist, ist ein Unterordner mit Bildern, der nennt sich Bilder. Und in diesem Ordner ist die unbenannt.png. Das funktioniert jetzt natürlich nicht, weil sie da nicht drin ist. Ist ja klar. Aber ja. Wollte ich euch bloß mal zeigen. Dann gibt es hier noch so ein Attribut, das nennt sich alt. Ja, kein Bild. Das seht ihr, wenn ihr, also wenn das Bild nicht angezeigt werden kann, dann wird eben dieser Text angezeigt. Normalerweise überlappt das Bild das. Dann steht da halt kein Bild. Wer hätte es gedacht? Deswegen kommt der Text. Jetzt packen wir das aber wieder weg. Und dann wird das Bild wieder angezeigt. Das heißt, die Leute, die das Bild nicht laden können, sehen den Text. Zum Beispiel, wenn ihr Werbung verwendet, dann packt ihr die Werbung rein und geht diesen Alt-Tag an und schreibt da rein, bitte deaktiviere deinen Adblocker. Und wenn derjenige das sieht, dann benutzt er einen Adblocker. Und wenn er es nicht sieht, dann sieht er die Werbung. Zum Beispiel eine Verwendung für diesen Alt, für dieses Alt-Attribut hier. Ja, jetzt wisst ihr, wie man Bilder einbindet. So schnell geht das. Wie man sie hin und her schiebt, wie man sie formatiert, wie man die Kanten abrundet und so weiter, das kommt dann in CSS. Aber einbinden müsst ihr sie eben in HTML. So, jetzt mit was machen wir weiter? Wir machen jetzt mit Listen weiter. Also, Listen, ja, sind ganz nett soweit. Ich packe hier trotzdem nochmal einen Break rein, sonst wird das unübersichtlich. Also es geht jetzt um. Den Fleck hier.
Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben eine Unordered List und wir haben eine Ordered List, die dann logischerweise OL sich schreibt. Das sind jetzt wieder normale Tags. Die müssen es so machen wieder. Also UL und Backslash UL. Ja. Ja, das ist ein UL. Aber der Tag alleine bringt uns rein gar nichts. Ich könnte es euch mal demonstrieren, bla bla bla. Oder auch nur zwei Blas. Kommt einfach nur da ein bisschen eingerückt rein. Das Einrücken war eigentlich nicht unser Ziel. Wir wollen da ja eine Unordered List haben, sprich Punkte. Deswegen li und slash li. Und glaubt mir, diese Listen, die mögen jetzt ziemlich trocken erscheinen, aber ihr braucht sie noch. Die ganzen Menüs oder sowas in den Seiten, die sind alle mit den Listen gemacht. Und deswegen, die bringt schon. Ja. Oh, ein Punkt. Oh mein Gott. So, und von diesen LIs kann man da jetzt beliebig viele hinpacken. Ich hoffe, dass ihr das noch alles sehen könnt. Ja. Was passiert, wenn wir jetzt aus der Unordered List eine Ordered List machen? Dann müssen wir das natürlich bei beiden Tags vertauschen. So. Was denkt ihr, was da wohl passiert? Unordered List hat Punkte, Ordered List hat Durchnummerierung. Yay. Mehr ist es eigentlich auch nicht mit Listen. Manchmal oder relativ gern rückt man das eigentlich im Quelltext ein, dass man da ein bisschen mehr Leserlichkeit hat. Vor allem die geschachtelten Tags, also normalerweise, ja, rückt man das eben hier so ein bisschen ein. Und wenn da jetzt noch ein Tag drin steht, schreibt man den halt hinten dran oder rückt es auch nochmal ein, kann man machen, wie man will. Prinzipiell ist es dem Browser egal, der interpretiert bloß, was jetzt hier zum Beispiel drin steht. Und das andere sieht man ja eh nicht, also was da jetzt dazwischen ist. Ich kann hier so viele Enter reinpacken, bis ihr es nicht mehr seht. Der Browser interpretiert es trotzdem gleich. Mehr gibt es eigentlich zu Listen gar nicht zu sagen. Ihr müsst nur darauf aufpassen, dass ihr auch wirklich jedes List-Item, also LI-List-Item, L-List-I-Item, nicht einfach nur List, und OL bzw. UL-Ordered-List und Unordered-List, dass ihr auch wirklich jeden Tag davon wieder beendet, sonst wird das ziemliches Kauderwelsch irgendwann mal. Dann kann es passieren, dass ihr eine Liste in der Liste in der Liste habt und das wollt ihr nicht unbedingt, glaubt mir. Ja, das war's auch schon wieder für dieses Mal. Nächstes Mal machen wir mit irgendwas anderem Spaßigem weiter. Ja, bis dann. Ciao.